Wanderinnen und Mystiker sind Menschen, die intensiv nach Gott suchen. Sie machen dabei mystische Erfahrungen. Mystische Erfahrungen sind Erfahrungen, die meist mit übersinnlichen Wahrnehmungen einhergehen. Da wird gleißendes Licht gesehen. Da wird wahrgenommen, wie Jesus in die eigene Herzensburg einzieht. Da werden Visionen gesehen, Worte gehört. Oder es wird, wie im Fall von Bruder Klaus, keine Nahrung mehr eingenommen. All das macht es für Außenstehende oft schwierig, diese Erfahrungen nachzuvollziehen. Auch für die theologische Wissenschaft stellt dies eine Herausforderung dar. Denn die Wissenschaft versucht ja, etwas objektiv zu beurteilen und festzustellen, ob dies wahr sein kann. Darum scheren sich aber Mystiker und Mystikerinnen nicht. Viel eher leiden sie darunter, dass unsere Sprache an Grenzen stößt, um das adäquat mitzuteilen, was erlebt und wahrgenommen worden ist. Interessanterweise erfahren viele dieser Mystikerinnen und Mystiker aus allen möglichen Religionen so etwas, was man Einheitserfahrung nennt. Das will heißen, sie machen Erfahrungen, die sie erleben lassen, dass sie eins mit ihrem Gott sind. Wir hingegen leben meist in dem Bewusstsein, dass Gott fern und weit weg ist. Bei den Mystikerinnen und Mystikern ist es anders. Sie erleben die Nähe oder die Einheit mit ihrem Gott oder dem göttlichen Licht. Und viele haben beschrieben, dass sie selbst vom göttlichen Licht durchflutet worden sind. Sie haben dann selbst erkannt, dass in ihnen selbst ein göttlicher Wesenskern da ist. Solche Erfahrungen gehen meist mit dem Gefühl von Glückseligkeit und mit tiefem Frieden einher, einem Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Diese Einheits- und Friedenserfahrungen verändern die Sichtweise auf die Welt und die Mitmenschen. Aus dieser Warte erkennen sie, dass im Grunde jeder Mensch ein Bruder oder eine Schwester ist und dass wir im Grunde eine Menschheitsfamilie sind. Eine Menschheitsfamilie, die eben wie eine normale Familie über sichtbare oder unsichtbare Stränge oder Vernetzungen miteinander verbunden ist. Das ist eine Wahrnehmungsweise, die Unterschiede wie Religion, Kultur, Ethnie, sozialer Stand, Mann oder Frau übersteigt. Sie motiviert dazu, eine Kultur des Friedens und des verantwortungsvollen Miteinanders aufzubauen. So wundert es nicht, dass auch die Mystikerinnen und Mystiker sich immer wieder in der Verantwortung und sogar Pflicht gefühlt haben, etwas für den Frieden und für ein humanes, soziales Zusammenleben zu tun. Hier im Zentrum Ranft haben wir mit Bruder Klaus ein unermesslich kostbares Vorbild in dieser Hinsicht. Möge es uns leiten und uns begleiten. In diesem Sinne wollen wir nun das Segensritual vollziehen und über den Weg der unterschiedlichen Kulturen und Religionen dieser transzendenten Ebene näher kommen. Buenas tardes. Voy a empezar este ritual con elementos netamente peruanos, como la sagrada coca, la hoja de coca del Perú, que es para la tierra, que es para la madre tierra, para la Pachamama. Hay un elemento muy importante que he traído, que también lo tengo del hermano país de India, que es una caracola, y un instrumento del Tíbet, del mundo chamánico tibetano. Normalmente nosotros utilizamos todos los elementos. Guten Tag, bitte. Unsere Hindu-Tradition machen wir immer ein Ritual,
eine Kindernamensgebungsritual oder eine neue Wohnung oder Tempeleinweihungsritual. Wir brauchen ein Wassergefäß und dann eine Öllampe anzünden wir. Und dann verehren wir 7 heilige Flüsse. In India gibt es Gangas, Yamuna, Narmada, Saraswati, Sindhu, Kaveri, Godavari. So, solche heilige Flüsse verehren wir. Und dann nach dieser Verehrung, das wird ein heilige Wasser. Und dann spritzen wir überall, ganze Wohnung und dann Körperreinigung, die äußere Reinigung. ஓம் அவாம்பதே நமக, ஓம் சுரூபினே நமக, ஓம் கங்கா எனமக, ஓம் ஜமுனா எனமக, ஓம் நர்மதா எனமக, ஓம் சரஸ்வதியை நமக, ஓம் சிந்தவே நமக, ஓம் கோதாதரியை நமக, ஓம் தாமிரபண்ணியை நமக. Weihwasser haben wir schon bekommen. Und auch ich kann bei einem ganz einfachen Ritual bleiben zuerst. In diesem Haus wird seit Jahren und Jahrzehnten eine Form der Sammlung, Zentrierung geübt, die zu innerer Stille, zu einem Schweigen und zu einer Stille führt, welche eint und nicht trennt, welche Frieden bringt. Stille, welche die Qualität des Friedens hat.